Ja, liebe Frau Enkelmann, vielen Dank, meine Damen und Herren. Auch die verehrten Herren aus den zuständigen Ministerien möchte ich begrüßen. Man erkennt sie, glaube ich, schon ein bisschen an den Krawatten, wenn auch nicht ganz trennscharf. Das ein oder andere Ohr eines interessierten Dienstes mag auch in diesem Saal sein. Nicht willkommen, aber sei gegrüßt. Ich bin von Frau Enkelmann eingeladen worden, hier ein paar Worte zu sagen. Und ich habe mir folgendes Motto überlegt. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt, deshalb wiederhole ich es mal ganz zu Anfang. Vorwärts, aber das nicht vergessen. Zwei Aufträge für die Linke. Ich möchte Ihnen zunächst mal gratulieren zu diesem Jubiläum der Stiftung. Es gibt ja in der jüngeren deutschen Geschichte nicht allzu viele unbefleckte Namen. Rosa Luxemburg ist so einer. Er schmückt und er verpflichtet Sie. Und diesen Namen können Sie mit Stolz tragen. Ich bin vermutlich deshalb eingeladen worden, weil ich schon zweimal in der Bundestagsfraktion zu einer Kritik der Linken eingeladen worden bin. Das war aus meiner Sicht sehr lebendig und hat großen Spaß gemacht. Das hat sich aber natürlich immer eher auf tagespolitische Fragen und auf taktische Fragen konzentriert. Nun war Frau Enkelmann so verwegen, mich blindlings zu dieser ganz seltenen Veranstaltung einzuladen. Da möchte ich etwas grundsätzlicher zu Ihnen sprechen, wobei ich in diesem Fall, lieber Herr Rixinger und Frau Enkelmann, die Stiftung und die ihr nahestehende Partei doch ziemlich als Einheit sehe, obwohl ich aus einer Bemerkung eben von Ihnen, Frau Enkelmann, entnommen habe, dass das offenbar nicht immer so reibungslos täglich geht, wie man das von außen vermutet. Ich werde selbstverständlich bei einer solchen Veranstaltung konstruktiv zu Ihnen reden. Das gehört sich, glaube ich, so. Die Linke als Partei und als politische Bewegung hat ja in dem wiedervereinigten Deutschland ihren festen Platz gefunden. Sie hat nach meiner Beobachtung streckenweise aus der Opposition mitregiert. Darüber habe ich mich verschiedene Male auch in Fernsehdiskussionen mit Oskar Lafontaine unterhalten und da waren wir in der Analyse eigentlich ziemlich einig. Sie hat mitregiert. Sie hat so großen politischen Druck in einigen Fragen erzeugt, dass sie die Politik zeitweise insgesamt ein Stück nach links gerückt hat. Der Mindestlohn, und die Sozialdemokraten hier im Saal mögen mir das verzeihen, den Mindestlohn gäbe es nicht ohne Die Linke. Und deshalb war ich manchmal etwas entsetzt, wenn ich dann so im Tagesgeschäft gehört habe von linker Seite, das ist gar kein richtiger Mindestlohn, was die SPD da gemacht hat in der Großen Koalition, gilt nicht für alle, kommt zu spät, zu viel und so weiter. Da hat man, glaube ich, ein wenig die eigene Rolle unterschätzt. Bei diesem Jubiläum will ich das gerne anmerken, was die Rolle der Linken und die ihr nahestehende Stiftung betrifft. Ich habe kürzlich aus dem Kanzleramt gehört, es ist erst ein paar Tage her, wenn die Kanzlerin in diesen bewegten Zeiten mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammensitze, dann raten Sie mal, wer die spannendste Figur ist. Da fallen ein paar abfällige Bemerkungen über die Ministerpräsidenten der CDU, die in der Frage der Flüchtlinge eher ängstlich und verwirrt auftreten. Und gelobt über den grünen Klee wird Bodo Ramelow, der es exzellent vorbereitet, total pragmatisch und mit dem kann man gut arbeiten. Scheint so zu sein. Aber die Linke hat sich nach meiner Beobachtung, komme ich zu meinem ersten Thema, eher als linkssozialdemokratische, denn als sozialistische Partei profiliert. Ich glaube, ihre Zukunft kann sich nicht darin erschöpfen, wie linke Sozialdemokraten höheren Mindestlohn, auskömmliche Renten oder eine Vermögenssteuer zu fordern.
bliebe es dabei, stellte sich nämlich historisch die Frage nach der Vereinigung der beiden Parteien. Die Linke wäre dann nur das Produkt der strategischen Dummheit der SPD nach der Wiedervereinigung gewesen. Das kann man so sehen. Auch ich habe wiederholt für die Vereinigung der beiden Parteien geschrieben. Aber zwangsläufig ist das keineswegs. In der Präambel der dieser Stiftung nahestehenden Partei heißt es: Die Linke als sozialistische Partei steht für Alternativen. Und weiter: Wir brauchen ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, den demokratischen Sozialismus. Da wären wir, verzeihen Sie bitte die anmaßende Formulierung, da wären wir bei meinem ersten Auftrag. Ich finde die Linke, in diesem Fall ihre Denkfabrik, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, hat die Aufgabe, auf Basis der Erfahrungen mit dem gescheiterten Experiment der DDR ein Modell für einen solchen demokratischen Sozialismus zu diskutieren und zu entwickeln. In der SPD ist demokratischer Sozialismus eine Traditionsformel. Sogar darüber ist gestritten worden, ob man sie noch mitschleppt. Bei Ihnen sollte diese Formel mit Leben, mit Zukunft gefüllt werden. Nicht wenige in der Gesellschaft erwarten das von Ihnen. Und zwar mit beiden Schwerpunkten, Demokratie und Sozialismus. Wie verstehen Sie das eine wie das andere? Das heißt, Vorstellungen zu entwickeln über die Weiterentwicklung, lassen Sie uns sagen, die Vervollkommnung der Demokratie, die ist nie ganz vollkommen, aber weiterentwickeln kann man sie ganz gewiss. Heißt das nur parlamentarisch, repräsentativ oder auch direkt? Und wenn ja, wann und wo direkt? Und ohne dass direkte Demokratie zur Diktatur von Minderheiten wird, das wird es nämlich gelegentlich. Noch wichtiger erscheint mir aber, noch wichtiger, das ist mein eigentlicher Punkt, wenn von Sozialismus die Rede ist, die Eigentumsfrage zu stellen. Staatseigentum kann es nicht sein und falls doch, dann nicht pauschal und im Einzelfall sehr gut begründet. Der Ruf nach Verstaatlichung der Banken ist keine Antwort. Ebenso wenig die Beschwörung von Ludwig Erhard. Taktisch mag das witzig sein in der Ihnen nahestehenden Partei. Als aufrichtig habe ich das nie empfunden. Nein, die Eigentumsfrage zu stellen heißt, neue Formen des gelebten, des funktionsfähigen, des ökonomisch effizienten Masseneigentums zu entwickeln. Wenn der Begriff nicht so schrecklich missbraucht und entleert worden wäre, würde ich sagen, des Volkseigentums. Da bietet das untergegangene jugoslawische Modell vielleicht Ansatzpunkte, aber auch die heute schon vorhandenen, allerdings unterentwickelten, vielfältigen Modelle der Kapitalbeteiligung von Arbeitnehmern. Warum gibt es die nicht in allen Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung, gesetzlich vorgeschrieben oder gar im Grundgesetz verankert und mit Folgen für die demokratische Organisation von Unternehmen? Kluge Mittelständler übrigens haben das längst erkannt und praktizieren es so fantasievoll wie weitsichtig. Es geht nicht nur um direkte Beteiligung an Unternehmen, um die auch, sondern auch um gesellschaftliche Fonds von Arbeitnehmern in Kleinstbetrieben, wo eine Kapitalbeteiligung nicht möglich ist. Alles das wird seit vielen Jahren diskutiert, in der Gewerkschaftsbewegung, in der Linken und meistens mit abschlägigem Ergebnis. Ich finde, Sie müssen sich entscheiden. Entweder argumentieren Sie weiter, die Reichen werden immer reicher, weil sie das Kapital besitzen, oder Sie sagen, die Arbeitnehmer dürfen am Kapital nicht beteiligt werden, weil das zu riskant ist. Aber beides gleichzeitig können Sie nicht weitersagen. Das habe ich nie als überzeugend empfunden. Und darüber habe ich mich mit einzelnen Vertretern der Linken auch schon gestritten. Und ich habe ihm an den Kopf geworfen, offenbar braucht ihr die Abhängigen.
nicht am Eigentum beteiligten Arbeitnehmer. Da war er ganz empört. Das wiederhole ich hier aber dennoch. Sozialismus muss also nicht Klassenkampf heißen, mit dem Ziel der Diktatur des Proletariats, die sich als Einparteiendiktatur entpuppt hat. Alles das ist Lametta von gestern. Sozialismus im modernen Verständnis kann demokratisch errungen werden, auch durch parlamentarische Koalitionen. Die Eigentumsfrage aufzuwerfen, hieße also nicht, Sie als Linke bündnis- und regierungsunfähig zu machen oder nicht europatauglich. Es bedeutet keineswegs Sektierertum, sondern das glatte Gegenteil. Zu dem großen Nachdenken, das ich Ihnen empfehle, gehört auch, Alternativen zu entwickeln zu den heute durch Weltkonzerne monopolisierten modernen Kommunikationstechniken, also vor allem den sozialen Netzwerken, Facebook, Google, Twitter und Co. Solche Netzwerke müssen ihren Platz haben in einer sozialistischen Gesellschaft, denn sie sind urdemokratisch. Sie sind sogar konstituierend heute für ein modernes Verständnis von demokratischem Sozialismus. Aber werbegetrieben, renditefixiert, börsennotiert und angefüllt mit Hass, Rassismus und Menschenverachtung müssen sie keineswegs sein. Wie also lautet Ihre freiheitliche Alternative? Da wären wir bei meinem zweiten Auftrag. Der erste sozialistische Versuch auf deutschem Boden wollte den neuen Menschen schaffen. Das ist, wenn wir auf die Gesellschaft schauen, die er hinterlassen hat, schrecklich schiefgegangen. Das Gegenteil wurde angerichtet. Der alte Wolfsmensch ist wieder unterwegs. Rassismus, Neonazismus und Fremdenfeindlichkeit sind nirgendwo so ausgeprägt wie im Osten Deutschlands auf den Ruinen des einstmals real existierenden Sozialismus. In ganzen Regionen werden das öffentliche Bewusstsein, ja die Straßen von ihnen beherrscht. Mit fürchterlicher, alltäglicher Gewalt gegen Migranten, deren Häuser und Wohnungen. Der Widerstand gegen Flüchtlinge und Migranten wurzelt tief in der Anhängerschaft aller Parteien, aber auch der Linken. Sie alle kennen die ergrauten Herren, die früher den bewaffneten Organen angehörten und die auch heute noch in ihren Parteiversammlungen aufstehen, um zu verkünden, eine Grenze müsse schon effektiv geschützt werden. Die gibt es immer noch. Ein Viertel der linken Anhänger hat eine Umfrage aufgedeckt, kann sich vorstellen, bei Demonstrationen gegen die Islamisierung Deutschlands mitzumarschieren. Ein Viertel. Bei Pegida in Dresden sind vermutlich schon viele dabei. Das aber darf sie nicht lähmen oder verstummen lassen. Ein flotter Spruch wie »Die teuersten Flüchtlinge sind Steuerflüchtlinge« dient nach meiner Wahrnehmung vor allem den Entkommen vor diesen zweifelhaften Anhängern. Man entzieht sich damit dem Dilemma. Das dürfen sie aber nicht dauerhaft produzieren. Mein Eindruck ist, dass die anderen Parteien, weil schwächer verwurzelt im Osten als im Westen Deutschlands, nicht in der Lage oder nicht bereit sind, solchen Tendenzen wirkungsvoll entgegenzutreten. Bei der Linken ist die Verwurzelung wenigstens kommunal, aus historischen Gründen sehr viel stärker. Also ist es der besondere Auftrag der Linken und ihrer Denkfabrik, der Fremdenfeindlichkeit mutig, ausdauernd und aufklärend mit nachhaltig angelegten Kampagnen und Initiativen Paroli zu bieten. Und dabei die anderen demokratischen Parteien mitzunehmen. Das heißt, Flüchtlinge empfangen, schützen, begleiten, integrieren. Es ist eine dauerhafte, aber sehr lohnende Aufgabe. Den ersten Auftrag lege ich Ihnen freundlich nahe. Den zweiten formuliere ich drängend, ja fordernd. Wenn Sie hier nicht mutig und risikobereit Farbe bekennen, weil Sie fürchten, Wähler an Rechtsradikale zu verlieren,
brauchen Sie über demokratischen Sozialismus gar nicht nachzudenken. Also wünsche ich Ihnen bei Ihrem ersten Auftrag, so Sie ihn denn annehmen, intellektuelle Freude. Beim zweiten aber Courage. Bringen Sie die auf, werden Sie nicht alleine sein. Vielen Dank. Applaus